Ein herzliches Grüß Gott bei meiner Reise mit dem Akkordeon. Leider habe ich jetzt ein paar Wochen verloren, da ich mir eine böse Rippenprellung zugezogen habe, die aber jetzt schon fast abgeklungen ist und ich endlich wieder spielen kann. Ich habe in den letzten Tagen meine Tonleiter probiert mit dem dazugehörigen Dreiklang und natürlich auch dem Abschlussakkord. Das möchte ich euch jetzt mal kurz vorspielen. 1 und 2 und. Dann habe ich mich der Terztonleiter in C-Dur gewidmet mit dem Fingersatz 1, 3, 2, 4, 3, 5, dann der Handwechsel 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5 und nochmal ein Handwechsel auf 1, 3. Ich gebe dem meine Position 1 und 2 und. Genau dieser Abschlussakkord bildet jetzt die Grundlage für mein erstes Stück, den Auftanz. Es ist ein Marsch, der eigentlich unter einem anderen Namen bekannt ist. Ich kenne ihn noch unter diesem Namen von früher her, vom Trachtenverein. Es war unsere Einmarschmelodie. Ich habe die Noten hier für dieses Stück auch aufgeschrieben und werde sie euch auf dieser Seite mit einblenden, damit ihr auch wisst, was ich hier genau mache. So, im ersten Takt haben wir die erste Viertel. Die spiele ich mit 1, 2, das C und das E und die erste punktierte Achtel auch mit 1, 2. Dann folgt die Sechzehntel mit 2, 3. Im nächsten Takt 3, 5, dann 2, 3 und die nächste Viertel mit 1, 2. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, diese Töne nacheinander zu spielen, ohne Einhaltung der Tonlängen, nur damit meine Finger wissen, wo sie drücken und wann sie drücken müssen. Und 1, 2, nochmal 1, 2, dann 2, 3, die 16, dann 3, 5, dann 2, 3, und wieder 1, 2. Und noch einmal 1, 2. Und hier die Achtel 1, 2. Sechzehntel 2, 3. Achtelnote 3, 5. Nächste Achtel 2, 3. Und die Viertel mit 1, 2. Nun werde ich versuchen, gleich die Notenwerte einzuhalten und da zähle ich natürlich mit. Die erste Viertel zähle ich mit 1 und, die punktierte Achtel mit 2 und, die Sechzehntel mit die, dann zweiter Takt, erste Achtel, 1, zweite Achtel und die Viertel mit 2 und. 1 und 2 und. 1 und 2 und. 1 und 2 und. Und ihr habt jetzt bemerkt, im zweiten Takt habe ich die zwei Achtelnoten kurz gespielt, da sich unter den Noten die Staccato-Punkte sich befinden. Und Staccato heißt eben kurz gestoßen, das eigentlich nicht einfach ist, da diese gestoßenen Töne wirklich völlig synchron kommen müssen. Mit 3-5 habe ich da immer noch meine Schwierigkeiten, 2-3 ist ein bisschen einfacher, aber mit der Zeit wird es schon werden. Ich mache das nochmal. 1 und
zwei und eins und zwei und eins und zwei und noch einmal eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und. Im nächsten Takt nehme ich dann meinen kleinen Finger zurück zum H. Der Mittelfinger liegt bereits auf dem G, das heißt, ich beginne mit 3-5, dann kommt 2-4, dann kommt 1-3 und dann kommt 1-2. Und im vierten Takt, die erste Note, diese erste Achtel, ist auch schon der Abschluss meiner Einleitung. Dann kommt eine Achtelpause und dann eine Viertel und diese Viertel in diesem vierten Takt ist bereits der Auftaktton für den ersten Teil. Aber ich möchte ja zuerst die Einleitung lernen und deswegen hört diese Einleitung für mich eben bei diesem ersten Ton, bei dieser ersten Achtel im vierten Takt auf. Ich versuche jetzt einfach nochmal diesen dritten Takt mit dem ersten Ton des vierten Taktes zu spielen. Das heißt, wir haben 3-5, 2-4, 1-3, 1-2 und für den Abschlusston gehe ich um eine Taste nach oben und spiele das C und das E auch mit 1-2. Und bei diesen Tönen ist natürlich überall wieder der Staccato-Punkt, das heißt, ich muss kurz gestoßen spielen. Am Anfang mache ich das nicht, das heißt, ich nehme breite Töne, nur um meine Finger zu positionieren. Und hoch. Und noch einmal. 2-4, 1-3, 1-2 und nach oben. So, und gleich kurz gestoßen. Und noch einmal. So, jetzt versuche ich nochmal die ersten zwei Takte zu spielen und zwar inklusive der linken Hand. Bass und Begleitung. 1 und 2 und. So, nun gehe ich mit meinem Ringfinger vom C-Bass einen Knopf nach oben, auf derselben Reihe natürlich zum G. Meinen Mittelfinger lege ich dann an den anliegenden Knopf, das ist das D, wie Dora. Und der Zeigefinger geht von außen gesehen in die zweite Reihe zum Septimakkord. Okay? Wichtig hier dabei ist zu beachten, dass jetzt hier in dieser sogenannten fünften Stufe begonnen wird mit dem D-Bass und nicht mit dem G-Bass. Das heißt, ich beginne mit dem Mittelfinger-Akkord und dann erst der Ringfinger-Akkord. Und das habe ich auch eine ganze Weile üben müssen, damit meine Finger auch schön reagieren. Und ihr habt gemerkt, und schon habe ich einen Fehler gespielt. Okay, ich versuche jetzt einfach die Einleitung inklusive dem Bass und der Begleitung zu spielen. 1 und 2 und. Einmal 1 und 2 und. Und 1 und 2 und. Und. Und diese Einleitung werde ich jetzt so lange üben, bis ich diese Einleitung frei spielen kann. Frei spielen heißt für mich, ich brauche keine Noten mehr, meine Finger wissen, wo sie hin müssen und ich kann die Notenwerte einhalten, ohne dass ich auf die Noten schaue. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und ich freue mich schon auf das nächste Video, auf den ersten Teil des Auftanzers. Und ich bin gespannt, wie lange das ich jetzt brauche,
bis ich diese Einleitung von diesem Stück frei spielen kann. Eine gute Zeit, euer Thomas. Servus.